Ja, mein Name ist Klaus Eckert, bin geboren in Eisern. Meine Tätigkeit im Heimatverein ist der Vorsitz. Das heißt also, der erste Vorsitzende hat eine Menge zu tun, nicht nur zu repräsentieren, sondern man packt auch mit an. Das ist eben halt in einem Heimatverein unumgänglich. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich habe überlegt, nachdem ich entsprechende Alter bekommen habe, Anfang 40, suchst du dir doch mal ein Hobby, was man noch bis ins hohe Alter noch machen kann. Vorher habe ich immer Fußball gespielt, Sport gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, oder bin ich dann eben halt zum Heimatverein gekommen und habe dort geholfen. Hat mir auch gefallen und hinterher hat man mir den Vorsitz angeboten, was ich dann halt aufgrund meiner Tätigkeit als Berufssoldat AD eigentlich ohne Probleme oder mir keine Probleme gemacht, jetzt so eine Führungsposition einzunehmen. Das war ja für mich tagtäglich der Fall. Die Kapelle wurde neu errichtet, 1726. Da war das Gebäude schon ca. 200 Jahre alt, also hat schon einen recht alten Kern, wie man so schön sagt. Dann wurde dieses Gebäude hauptsächlich genutzt als Kirche und als Schule. Das kam davon, dass der Herr Luther damals gesagt hat, wer die Bibel verstehen will, der muss sie auch lesen können. Und daraufhin sind in dem Gebiet, das Nassauischen Gebiet, unheimlich viele Kapellenschulen entstanden, wo dort Unterricht gemacht wurde, dass die Leute, die auf Deutsch gesagt, die Bibel lesen konnten. Und dann fing man in den 30er Jahren schon an, eine neue Schule zu bauen, die bei uns eine alte Schule hieß. Man muss, es kommt schon mal zur Verwechslung, deswegen sagen wir immer die Kapellenschule und dann die alte Schule. Die alte Schule ist heute ein wirklich sehr schönes Gebäude mit entsprechenden Anwohnern, direkt gegenüber der, ja, der Apotheke, wie man so schön sagt. Ja, dann wurde die Kapellenschule in den 50er Jahren entwidmet. Also von den kirchlichen Sachen wurden eingestellt und es wurden allerdings noch das Gebäude noch genutzt für Familienfeiern beziehungsweise für Sitzungen. Darunter waren unter anderem einmal ein Stenografenverein, das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Dann war entsprechend auch der DRK. Die Feuerwehr hat ihren Schlauchturm dort angebaut. Das kann man heute also auch noch sehen. Man kann dann 4-5 Meter nach oben direkt in den Speicher. Dort wurden dann eben halt die Schläuche zum Trocknen aufgehangen. Der Bürgermeister wurde dort untergebracht. Übrigens war das mein Opa, der Letzte, der das gemacht hat. Bin in die Fußstapfen im Prinzip reingetreten, weil ich jetzt schon seit fast 17 Jahren im Rat der Stadt Siegen bin. Und dann wurde eine neue Kirche gebaut, die an der Heuberstraße liegt und ziemlich ein bisschen am Berg. Ist für die älteren Leute eben halt entsprechend ein bisschen schwierig hinaufzukommen. Deswegen hat man nochmal entschieden, dass man auch Gottesdienste, hauptsächlich zu den hohen Feiertagen, zu Ostern und entsprechend Weihnachten, dass dann teilweise Gottesdienste in der alten Kapellenschule durchgeführt wurden, um den älteren Leuten die Möglichkeiten auch zu bieten, dort, sag ich mal, ohne Probleme ebenerdig in die Kapellenschule zu kommen. Wird auch sehr gut angenommen. Dann fing das an, in den Anfang der 60er Jahre, was machen wir mit dem Gebäude? Ja, dann kam der Vorschlag, man machen wir einfach mal einen Parkplatz hin. Damals war das jetzt in, die Autos kamen langsam auf den Markt und somit braucht man natürlich auch Parkplätze bei einer Sparkasse. Das war natürlich die Argumentation. Dann wurde aber darüber längere Zeit diskutiert und dann kam der Bürgermeister Herr Roth damals gesagt, im Eiserfelder Rat, nee, das Ding nutzen wir weiterhin für den Heimatverein. So, und der Heimatverein hat dann entsprechend angefangen, sag ich mal, 20 Jahre lang das Ding zu renovieren. Also wir sind immer noch dran. Der Heimatverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Ortsbild zu verschönern. Und das Gebäude stand natürlich genau mitten im Zentrum. Und dann kamen sie auf den Gedanken, dann lassen wir die Kirche nochmal aufleben. Und haben das Gemeindebüro umgestaltet, dass dort eben halt die Vereine das nutzen. Unter anderem wird heute noch benutzt, die Ameisenfreunde, die Bergbaufreunde des Siegerlandes nutzen das, die Kapelle. Dann entsprechend gibt es sogar eine Trickfrauengruppe,
die sich das Öfteren trifft. Dann haben wir den TUS, die hauptsächlich die Vorstandssitzungen dort machen, zumal wir zurzeit überhaupt keine Wirtschaft mehr haben, keine Gaststätte mehr, hat sich ausgedehnt, so wie auch der letzte Friseur jetzt bei uns zugemacht hat, ganz aktuell. Also bei uns wird am 1.3. keine Haare geschnitten. Ja, und dann wird dieses Gebäude natürlich auch noch weiterhin für Gottesdienste genutzt und halt, was wir auch ganz neu gemacht haben, dass wir dann eben halt auch Hochzeiten durchführen. Um die Kapelle entsprechend so einzurichten, mussten natürlich erstmal intensive Gespräche mit dem Denkmalamt geführt werden, weil man kann nicht ohne weiteres einfach anfangen zu bauen, sondern muss mit dem Denkmalamt entsprechend abstimmen, ob bauliche Maßnahmen und wie die getroffen werden können. Das hat natürlich sehr viel Zeit und Muße gekostet, aber das ging halt auch nur im Laufe der Zeit, über einen Zeitraum von gut gerne, sag ich mal, bis zu 15 Jahren, wo dort eben halt entsprechend die Außenfassade wurde erneuert, oben das Dach wurde erneuert. Dann hatten wir den Grundriss, da unten dran die also so eine Art Ringanker, wo die entsprechenden Balken, die dort untergebracht sind, die waren angefressen. Das heißt also, wir hatten zuerst schon den Verdacht, das wäre der Hausschwamm, aber es hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Aber es musste trotzdem alles gemacht werden und das heißt, man hat also größtenteils auch die Balken erneuern müssen. Das wurde von der Fachfirma Sam aus Burbach entsprechend mitgemacht. Im Prinzip ist das verrottet in der Zeit von 1700 bis heute. In den Innenräumen machen wir alles im Prinzip fast selber, außer das große Kapellenschiff. Aber man hatte immer 5, 6, 7 Leute, die damit beschäftigt waren, entsprechend Strom zu verlegen, dann entsprechende Heizungsrohre zu verlegen, neue Heizung. Mittlerweile haben wir schon die dritte Heizung da drin, die jetzt also auf Gas umgestellt worden ist. Und das sind natürlich Arbeiten, die sich im Laufe der Jahrzehnte, sag ich mal, summieren. Also die Renovierung der Kapellenschule ist ein ständiger Prozess. Das heißt also, da fängt man an, dann kommt schon der nächste Bauabschnitt wieder da. Dann hat man schon da wieder was entdeckt. Das Gebäude lebt. Das heißt also, es kommen auch Risse in die Gebäude. Unter anderem haben wir das einmal erlebt, nachdem man ein sogenanntes Regenrückhaltebecken gebaut hatte, dass auf einmal der vordere Teil der Kapelle begann abzurutschen. Man hat das Gott sei Dank rechtzeitig gesehen und man konnte auch handeln, so dass die Kapellenschule nicht in sich zusammengestürzt ist. Das war wirklich Glück. Und dann hatte man festgestellt, dass die Bänke alle weg waren. Die wurden entnommen, man weiß nicht wohin. Gemunkelt wurde eben halt, dass einer aus Eisern die Bänke für sich zu Hause eingebaut hatte. Ist aber nur eine Mutmaßung. Ich kann es nicht bestätigen. Ne? Und der Altar muss irgendwo als Hochsitz gedient haben. Ist zwar makaber, aber ist wirklich so gewesen. Wir haben zwar jetzt einen neuen, den haben wir bauen lassen. Deswegen, das muss ja auch sein, die Kirche muss einen Altar haben. Ja, und dann haben wir natürlich eine neue Bestuhlung. Allerdings diesmal Einzelbestuhlung, sodass man eben halt auch entsprechend umräumen kann. Und auch entsprechend dann andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel auch Konzerte, die wir durchführen, hauptsächlich in der Adventszeit. Die werden auch sehr gut angenommen. Und dann haben wir es auch zum Kaffeetrinken schon genutzt, weil wir auch einen Backes gebaut hatten. Ja, der Backes, da war in der Regel ein Fahrzeug vom DRK drin, später nochmal von der Feuerwehr. Und ansonsten wurde der Backes erstmal gar nicht benutzt. Der Ofen war auch nicht mehr da drin. Der war rausgebaut worden, sonst hätte man auch keine Fahrzeuge da rein tun können, von der Größe her. Und daraufhin hatte dann der Heimatverein irgendwann gesagt, komm, wir tüchtigen den wieder und machen den wieder zugänglich und zum Backen bereit. Das haben wir auch gemacht mit vielen zahlreichen Spenden. Dann am 2002 konnten wir den Backes eröffnen mit einem entsprechenden Fest. Und hier lebt der Backes natürlich von den Leuten, von den Bäckern, von den alten Bäckern. Die meisten alten Bäckern haben alle einen anderen Beruf. Ich zum Beispiel bin auch gelernter Bäcker
und bin dann hinterher Berufssoldat geworden. Einer war noch Maurer und wir hatten Gott sei Dank noch einen Maurer dabei. Somit konnten wir den Bug nochmal um ein Drittel erweitern, weil er sich als zu klein erwiesen hatte. Vom Gebäude selbst ist das der größte Backes im Siegerland. Der Backes selbst wurde wie aufgeteilt, die Zeiten wurden aufgeteilt, das war eine Besonderheit. Dazu gab es sogenannte Eisenmarken, wo Nummern drauf standen, von 1 bis 15. Das bedeutete, morgens wurde beim Wächter, der Wächter war der Gehilfe vom Bürgermeister, der hatte da ein sogenanntes kleines Samtsäckchen und dieses Samtsäckchen beinhaltete 15 Marken. Mit den Nummern 1 bis 15. So, was hat das für eine Bedeutung? Der zuerst dran kam, die Nummer 1, der hatte schlechte Karten. Warum? Weil der musste den Ofen anheizen. Und das hat natürlich dann Zeit und natürlich auch Holz gekostet. Ne? Und der, die ab der Mitte dran kam, da konnte man sagen, die hatten der Hälfte nur noch an Holz, was sie verbrauchen mussten. Und deswegen war die Losung, die Auslosung, war immer ein Ereignis im Ort, was natürlich dann zelebriert wurde. Die Kapelle wird natürlich weiterhin genutzt, erstmal als Museum. Wir haben also einmal im oberen Geschoss haben wir ein Museum eingerichtet, einmal mit Bergbau. Da sind also sehr viele Utensilien aus dem Bergbau, sowie auch Fotos von Untertage. Sehr viele und schöne, hat uns Gott sei Dank einer hinterlassen, der sich also in die Gefahr begeben hatte und ist dann immer in die Stollen reingegangen. Dann weiterhin haben wir oben noch die Ausstellung des Handwerks. Das ist eine Schusterwerkstatt, eine Sattlerwerkstatt, ein großer Webstuhl, der da drin ist und ein paar Utensilien, wo die früheren Hausfrauen entsprechend, was sie geklöppelt haben oder gestrickt haben und so weiter. Das wurde dann, und eine Schreinerei wurde auch noch da dargestellt. Alles, was im Ort schon mal gewesen ist und nicht mehr da ist. Das ist halt wichtig für die Nachwelt zu erhalten, damit die Leute halt entsprechend wissen, wie die Leute früher gearbeitet haben. Und die gute alte Zeit, wie das immer gesagt wird, die war das mit Sicherheit nicht. Selbst mein Opa ist mit 50 Jahren an Staublunge gestorben und so ging es einigen, die unter Tage waren. Ja, wir haben also natürlich ein Problem. Viele eiserne Bürger kommen jetzt auch in das Alter, sag mal, wo sie versterben. Und natürlich auch viele ältere Sachen gebunkert haben. Und die kommen natürlich als erstes zum Heimatverein, wollte das haben. Da muss ich dazu sagen, wenn es kleine Teile sind, können wir das noch machen. Aber größere Teile, ich habe zum Beispiel 3 Harmoniums, da, also ein viertes kann ich nicht noch unterbringen. Ich habe einfach keinen Platz mehr. Man kann das ganz deutlich sehen in der landwirtschaftlichen Ausstellung. Da ist ein relativ kleiner Raum und dort sind entsprechend dann auch Werkzeuge untergebracht. Also ich habe schon 4 oder 5 Knips, wie man das im Siegerland sagt, Knipschen. Und dann aber, wo soll ich noch andere Zeug unterbringen? Ich appelliere an die Bevölkerung wirklich, geht auch nach anderen Heimatvereinen. Wir haben mehrere hier in Siegen. Die sind immer wieder dankbar, wenn sie auch woanders her was kriegen. Die Kapelle selbst haben wir noch ein Highlight gehabt. Das Krönchen, das ist ja ein Duplikat von unserem Krönchen hier in Siegen, war leider verrottet und konnte auch nicht mehr hergestellt werden. Dann hat der Herr Traugott Leonard, der ist einigen bekannt als Richter, Familienrichter hier, der war also auch mein Kassierer, und der hat jetzt sogenannte Pfandbriefe entsprechend ausgegeben, 20 Mark das Stück. Und dann somit sind dann 10.000 D-Mark zusammengekommen und konnten dann das Krönchen wieder in vollem Glanze erstrahlen lassen. So wie es jetzt auch wieder ist. Also wir haben jetzt eine Besonderheit, und zwar von der deutsch-amerikanischen Freundschaft hier in Siegen. Wird die regelmäßig besucht hier im Siegerland, die Schermanner Foundation. Dort sind Auswanderer aus dem Siegerland und aus dem Schwäbischen, die eben halt regelmäßig das Siegerland besuchen und dann entsprechend Programme geboten bekommen. Man sagt denen erstmal, wie funktioniert ein Haubech? Man sagt ja immer, 1000 Kilogramm Holz ergeben 100 Kilogramm Holzkohle und 100 Kilogramm Holzkohle ergibt 1 Kilogramm Eisen. Und so, solche Sachen bekommen die natürlich entsprechend auch gezeigt. So wie auch den Laternenofen, der sich in Oberstdorfer Gebiet direkt zur Grenze zu Eisern befindet. Ein Nachbau aus der Laternenzeit.
Und meistens wurde dann noch was gegessen bei der bei Mesos, der örtlichen Wirtschaft. Und dann gab es immer Handfestes aus dem Siegerland. Die kommen natürlich aus dem Grunde ins Siegerland zurück, weil das der Ursprung ihrer Väter ist. Das ist ein sehr großer Verein mit weit über 3600 Mitgliedern. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn dann immer so 14, 15 Leute ins Siegerland kommen, dann bei 3400 oder 500 Leute erlebe ich nicht mehr, wann die letzten kommen, so ungefähr. Aber sie sind immer, sag ich mal, sehr erfreut für die Unterstützung, die wir ihnen geben und vor allen Dingen auch Wissen mit vermitteln, weil wir haben also noch zwei Familien, die aus Eisern kommen. Das ist einmal die Familie Hoffmann und die Familie Weber. Und die beiden Häuser existieren noch. Zwar nicht mehr in der Ursprungsform, aber mit Anbauten und so weiter. Und das interessiert natürlich, wenn die Familien dann genannt werden. Die können sich das auch angucken. Wir gehen dann entsprechend damit dahin und haben dann so eine Absprache getroffen, dass die dann auch gezeigt kriegen, wie die Häuser aussehen. Bei einem Haus ist sogar noch eine Besonderheit. Am Boden ist ein sogenanntes Fischgrätenmuster. Das ist noch original vorhanden, aus dem Mittelalter, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich für die eine Sensation. Also die Kapellenschule, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, die instand zu setzen und auch weiterhin zu pflegen. Das ist ein Schmuckstück, der den Ortskern entsprechend schmückt. Und ich hoffe, dass in der Zukunft Nachfolger von mir oder von anderen entsprechend sich die Mühe und Liebe für die Kapellenschule geben, um sie weiterhin zu erhalten. Das wird immer ein schwieriger Akt sein, aber ich glaube, das kriegen wir hin.